Schnee in der Eifel, endlich Eifel, Kreideherz. Wenn ihr Bock habt, dieses Buch hier zu gewinnen, ne, dann bleibt dran, schaut euch den kleinen Vlog an. Es lohnt sich, wäre ein gutes Weihnachtsgeschenk. Also schaltet ein. Einen wunderschönen Mittwoch wünsche ich euch, den 7. Dezember. Und zwar bin ich hier im Naturschutzgebiet Naturpark Heinrich Menke in Aft unterwegs habe die Insta360 X3 am Start und vlogge gerade mit der Single Lens, im Single Lens Modus, aber ich gehe nachher auf den 360 Grad Modus über. Und ist endlich mal wieder ein Eifel-Video und der erste Schnee in der Eifel, der erste Schnee hier an der Hohen Acht. Da möchte ich vielleicht ein paar Aufnahmen mit der Insta360 machen, 360 Grad Aufnahmen. Und es gibt was zu gewinnen. Und zwar ein Buch, ja, was in der Eifel spielt. Dazu aber später mehr. Ne? Ihr kennt ja meine Affinität bzw. meine Sympathie für den Eifelbild Verlag und für die Endlich Eifel Bugazine. Da gibt es ein neues und da gibt es auch ein Buch, was mir ja jetzt schon sehr ans Herz gewachsen ist, aber dazu dann später mehr. Jetzt gehen wir erstmal hier durch das leicht verschneite Wäldchen hier in Aft an der Hohen Acht. Das ist doch maximal, oder? Das ist doch maximal. Okay, weiter geht's. So, jetzt kommen wir mal zu den Büchern und kommen wir mal zur Verlosung. Erstmal, wie gesagt, ich bin ja ein großer Eifel-Fan. Ihr wisst das, wie gesagt, Eifel ist einfach total geil. Und ich habe ja seit Jahren auch schon immer mal wieder den Eifelbild-Verlag unterstützt, die Bugazine rausgebracht haben. Übrigens, wenn ihr nicht wisst, was ein Bugazin ist, ein Buchmagazin sozusagen, also ein etwas härteres Magazin. Und da gibt es auch gerade wieder ein neues, und zwar Endlich Eifel zu Hause in der Eifel. Das ist die neueste Auflage. Ich verlinke das alles mal unten und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr Fan von der Eifel seid, dann
schaut da mal rein, bestellt euch die Bugazzine, die kosten 15 Euro. Und ich habe vom ersten bis zum letzten alle verschlungen. Na, hier zum Beispiel im Bugazzin ist jetzt zum Beispiel auch, ja, hier, die gute Burg Elz drin, ne? Eine Geschichte von der Burg Elz und so weiter und so fort. Ne? Und Leute, die in die Eifel gezogen sind, da nicht mehr wegkommen oder wieder immer wieder in die Eifel kommen. Ein wunderbares Bugazzin und das ist die neueste Ausgabe. Die gibt es allerdings nicht zu gewinnen. Ja, habe ich nur eins von, behalte ich. Habe ich mir aber auch selber gekauft. Ne? Also müsst ihr wirklich, ja, wirklich selbst gekauft. Dann ist mir aber der Eifelbild Verlag ist mal wieder auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, du bist ja wieder zurück in Deutschland. Hast du Bock auf ein Buch, welches in der Eifel spielt, und zwar ein Roman bzw. ein wirkliches Buch. Und ich hatte schon immer in den USA, wie ich in New York war, die Werbung vom Buch Kreideherz, ja, gesehen von der Regine Brühl und vom Stefan Falk. Hier ist übrigens das Buch und das Cover, ne? Kreideherz. Und das hat auch damals schon mein Interesse geweckt. Und wie dann der Eifelbild Verlag auf mich zugekommen ist, immer, du bist ja auch ein Kind der 80er Jahre. Ja, bin ich. Ich bin auch eigentlich ganz froh, dass ich in der Zeit aufgewachsen bin. War eine geile Zeit. Das heißt aber auch, dass ich bald so in die 60er Jahre einbiege, so die 50er verlasse. Und da hatten sie gesagt, komm, ich schick dir mal zwei von den Büchern zu, eins zum Verlosen, eins zum selber lesen. Und ich habe jetzt hier, ihr seht schon das Lesezeichen hier oben drin, schon einen Teil gelesen. Ich möchte euch einfach mal ganz kurz die Zusammenfassung vortragen. Und das ist genau mein Ding. Und genau so, sage ich jetzt mal, können wir gleich nochmal zu, bin ich aufgewachsen und genau das habe ich so erlebt. Ich habe jetzt den Anfang von dem Buch gelesen, aber lass uns einfach mal hier drüber. Julia, Juliana und Markus erleben die wohl unbeschwerteste Zeit ihres Lebens. Im August 1986 dauern die großen Ferien noch an und gähnend lange Tage gehören für sie ebenso zum Sommer in der Eifel wie unbändiger Leichtsinn und das Gefühl von Schmetterlingen im Bauch. Zusammen mit ihren Klicken machen sie sogar einiges mit. Die große Freiheit bei Fahrten mit Mofas und Mopeds, aufregende Ausflüge nach Köln, stundenlanges Eckenknutschen, dazu komme ich gleich, die Dr. Sommer Aufklärungsseiten in der Bravo, Karnevalsfeiern, Alkoholvergiftungen, vermeintliche Schwangerschaften und Petersilie, geheime Fahrübungen in der Lavagrube, da komme ich auch später zu, baumelnde Duftbäumchen am Rückspiegel, der 18. Geburtstag oder die Tanz in den Mai-Party, nebenher Abitur und Führerscheinprüfungen. Ein Roman für alle, die sich an die 1980er Jahre erinnern, ihre Jugend auf dem Land erlebt haben oder alle, die verstehen wollen, warum diese Zeit so unbeschwert war und wunderbar war. Mit vielen tollen Musiktiteln in den 1980ern, vielleicht etwas nostalgisch, aber immerhin waren es the best days of my life. Ja, damit haben sie mich eigentlich direkt schon gekriegt, ne, mit diesem Ding. Das ist genau so, wie ich aufgewachsen bin in den 80er Jahren. Vielleicht ein Ticken früher, also 86, bei mir war es einfach so Anfang der 80er Jahre. Mofa-Zeit, Eckenknutschen, Matratzenpartys. Ja, jetzt fangen wir an. Ich fange jetzt hier nicht an zu wackeln, hier mein Pocket. Matratzenpartys, auf Matratzen geknutscht, mit dem einen Mädel Schluss gemacht, mit dem anderen gegangen und wieder zugelegt, ins Schwimmbad gefahren in den Ferien. Ja, Alkoholvergiftungen hatte ich zwar miterlebt, aber selber Gott sei Dank keine. Exzesse schon eher mal. Und ja, wie gesagt, eine wunderbare Zeit. Und ich bedauere, dass die Jugend von heute mit so vielen Krisen leben muss und durch dieses ganze Social Media mehr oder weniger zugemüllt wird. Wir hatten da doch eine etwas schönere Zeit, glaube ich, und unbeschwerter. Uns ging es gut. Ja, und das. Ich habe jetzt die ersten Seiten gelesen, spiegelt sich genau in diesem Roman hier wieder. Und den gibt es zu gewinnen. Und alle, die Bock haben, mal einen Ausflug in die 80er Jahre zu machen und ungefähr mal so ein bisschen zu lesen, wie der Frankie da aufgewachsen ist, da können wir auch gerne mal ein eigenes Video drüber machen, vielleicht so Storytime oder so. Ich laufe einfach ein bisschen durch die Eifel und erzähle so ein paar Schwänke aus meinem Leben. Vielleicht ist das lustig. Müssen wir mal gucken. Vielleicht mache ich da
Podcast drüber? Nee, Quatsch, mach ich mal ein Video. Wie auch immer, das Ding gibt es zu gewinnen. Und wenn ihr einfach Hashtag Kreideherz unten in die Kommentare schreibt und vielleicht noch einen netten Kommentar dazu, warum ihr das gewinnen wollt, dann würde ich das vielleicht sogar noch vor Weihnachten auslosen. Sagen wir mal, wir machen es bis zum, wann kriege ich das Video hier online? Ja, hoffentlich übernächste Woche. Wir machen es bis zum 23. Ja, und dann würde es über Weihnachten auslosen und dann ist es vielleicht in diesem Jahr noch bei euch. Wenn ihr aber jetzt Bock habt, das Ding direkt zu kaufen, dann natürlich unten, ne, verlinkt. Oder das wäre natürlich auch ein cooles Weihnachtsgeschenk. Auch das ist ein cooles Weihnachtsgeschenk. Also wie gesagt, Kreideherz, endlich Eifel Bugazzine, nur empfehlenswert. Und dieses Buch hier ist wirklich aus dem Leben geschrieben. Ich kann es euch sagen, ich habe alles am eigenen Leib erlebt. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal mein Video weiter und gehe noch ein bisschen mit der Insta 360 X3 hier durch einen verschneiten Wald und dann ja, sehen wir uns oder hören uns dann gleich zum Ende nochmal. Boah, wird langsam kalt, ne? Übrigens da hinten, Hohe Acht, Eifel, wunderbar, herrlich. Das mit dem Wind so geht. Übrigens, ich nutze nur das interne Mikrofon, außer bei den Pocket-Aufnahmen von der Insta360. Ich hoffe, dass mit dem Wind geht soweit. Wir frieren auch langsam so die Hände, das habe ich mir so Handschuhe angezogen. Ist einfach herrlich, die Luft hier. Ganz frisch. Hinten ist der Nürburgring. Ich glaube, ich gehe auf die 360-Grad-Ansicht. So, der 360-Grad-Ansicht. Also hinten ist die Hohe Acht. Hinten die Nürburg, ganz hinten durchgeschwind. Und hier gehe ich jetzt mal durch den, naja, es ist alles noch nass Schnee, aber durch die verschneiten, ja, Heide, Wacholderheide ist das hier. Das sind Wacholderbüsche. Ist echt cool hier. Naturschutzgebiet hier drin. Draußen hinten kann ich mal ein bisschen Drohne vielleicht nachher noch fliegen. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Drohnenaufnahmen. Ich denke mal, dass ich jetzt mal diesen 3 Meter Selfie-Stick nehme und dann hier so eine Art simulierten FPV-Drohnenflug hier durch diese Bäume mache. Hinten fliegt auch ein Hubschrauber, sehe ich gerade. Ja, der fliegt jetzt wieder rüber. Also wie gesagt, ich wechsle mal auf den 3-Meter-Stick und mache mal so ein paar nette Aufnahmen für euch.
Ja Leute, es fängt wieder an zu schneien. Es wird schon wieder dunkel. Das heißt, ich mache mich mal ab zum Auto. Und dann hören wir uns vielleicht noch mal kurz wieder. Ah, guck mal. Aber eine herrliche Stimmung hier. Guckt euch das da vorne mal an. Das ist doch herrlich, oder? Herrlichst. Wow. Ja, auf dem Weg zurück zum Auto. Nehmen wir als Abmoderation, weil da hinten wird es richtig dunkel. Da ist es dunkel, hinten fängt es auch an zu schneien. Kurzes Video, aber aus dem Grund erstmal, weil Eifel und zweitens, weil Verlosung. Ne? Also, wenn ihr das Buch gewinnen wollt, Kreideherz, Hashtag Kreideherz in die Kommentare. Verlosung bis zum 23.12. Und wenn ihr ein geiles Geschenk haben wollt, dann bestellt es jetzt für Weihnachten, vielleicht für eure Eltern, die so alt sind und die 80er kennen, oder vielleicht einfach nur für euch und legt es euch unter den Weihnachtsbaum und habt Spaß mit diesem Buch. Wenn nicht, einfach alle Bugazine von 1 bis 5 durchbingen, dann habt ihr Eifel, sage ich mal, pur und jede Menge Eifel. Ja, vielen Dank nochmal an Endlich Eifel. Vielleicht schaffe ich es ja zur Lesung am 16.12. nach Köln, ins Clubheim von Fortuna Köln zu kommen von dem Buch. Schaue ich mal. Wenn, dann werde ich sicherlich die eine oder andere Instagram-Story machen. Ah, jetzt wird es auch wieder, tropft es ein bisschen die Bäume runter. Ich verlasse das Naturschutzgebiet und hoffe, euch mindestens ein paar Aufnahmen mit der Insta360 X3 gemacht zu haben. Das endgültige Review steht ja noch aus. Ich habe da sicherlich noch ein paar Touren vor. Vielleicht, wenn es mal so richtig Schnee hat hier, so Pulverschnee und so. Und hier ist übrigens eine wunderbare Tafel über die einheimischen Singvögel. Da bin ich auch am Überlegen, weil ich habe ja noch dieses Tamron-Objektiv, wo ich da auch mal versuche auf, Fotosafari zu gehen mit euch. Bei dem Wetter ist das eher mit Singvögeln wahrscheinlich ein bisschen Essig. Also, lang genug gelabert. Leute, macht's gut, haut rein. Und Hashtag Kreideherz, wer dieses Buch gewinnen will. Und sonst einfach mal angucken. Wirklich eine ganz coole Geschichte. Ciao.